Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Runes of Magic. Ja, nach einiger Zeit Kopfschmerzen habe ich jetzt wieder gedacht, ja, wenn es schon wieder gewünscht wird, dann kann ich natürlich noch eine Aufnahme dazu packen, also mehrere Aufnahmen natürlich, aber jetzt schon mal langsam wieder beginnen. Es waren entzündliche Kopfschmerzen, also ich hatte einfach ein Brennen, und wenn man jetzt so viel über ein Game nachdenken muss, weil man es jetzt noch nicht so kann, also es neu relativ ist, dann habe ich so das Gefühl, ich bin doch ein bisschen, Lust, also könnte nicht so lange durchhalten. Wir nehmen ja immer 30 Minuten auf, und deshalb kann es schon ein bisschen zu nervig sein. Deshalb habe ich einfach ein bisschen Pause gemacht von von Runes of Magic. Und werde jetzt wahrscheinlich jetzt wieder täglich oder alle 2 oder 3 Tage weiter spielen, also einen weiteren Part machen. So. Aber das Spiel gefällt mir eigentlich schon so gut, dass ich denke, ich könnte wirklich das als Langzeitprojekt machen. War auch mein erster Gedanke natürlich, weil ich suchte schon lange eigentlich relativ ein gutes MMO-Beginn eben, Champions of Regnum, was mich auch ein bisschen mehr aufhaltet. Regnum ist doch manchmal auch ein bisschen langweilig, also langatmiger, nicht langweilig, aber einfach ständige Laufen und so weiter, das ist manchmal nicht so interessant. Deshalb ist es gut, dass es hier Runes of Magic eher storybasiert ist oder auch Arbeitsbild, ja. Einfach so Crafting-Beruf und so weiter. Und Farming ist weiße Höhlenkaninchen. Haben die schon gesehen? Ich glaube schon. Sind doch irgendwo hier vorne. Okay. Jung war ich wieder. Ja, genau. Also kenne ich das Kampfsystem noch? Ja. Das Kampfsystem ist natürlich eher taktikbasiert. Also es geht nicht so schnell wie bei Regnum. Wir haben noch Talentpunkte. Die kann man irgendwie. Keine Ahnung, wie das geht. Weil man kann irgendwie nicht draufklicken, um irgendwie das zu lernen. Dann irgendwo Talent, einfach Fertigkeiten nochmal. Ah ja, genau hier. Hier ist es. Hier ist keins. Aber hier sollen wir Hieb auf Maximum machen. Weil der Schaden geht echt nicht gut hoch. Ach komm. Jetzt ist es Maximum. Okay. Hieb ist I5. Okay. Vielleicht auch die 5 eher vorne machen. Also ja, das ist nicht so oft einsetzbar. Geht es nicht mehr automatisch? Hallo? Ging doch damals automatisch. Boah, die Gegner sind so stark. Ich habe fast keine Chance. Ah, jetzt ist es verfügbar. Ich muss irgendwie den Ding wieder einsetzen, habe ich das Gefühl. Musst aber auch etwas machen, gell? Liebes Pet. Schlittenfragment. Ist eben noch Weihnachtsquest. Könnte das sein? Okay. Ja, genau, ein Punkt. Ein HP noch. Wir rotten die Kaninchen aus. Müssen kurz warten.
Das irritiert mich manchmal, wenn man näher kommt, wie die größer werden, dann plötzlich aufploppen. Das ist irgendwie so ein bisschen, ja, limitiert halt. So, jetzt kommt den Schlag mal. Ja, ist halt nicht stark, also es lohnt sich eigentlich nicht, den hochzuleveln wahrscheinlich. Oder eher später dann lohnt sich das mehr, wenn wir einfach mehr Schaden machen. Deshalb auch das Prozent größer ist und so weiter. Komm, wir töten noch eins. Komm. Los. Schneller machen. Und plötzlich geht's schnell. Jetzt müssen wir da hinten hin. Okay. Mal schauen, wie lange es noch geht, bis wir dann ins nächste Gebiet kommen. Ich glaube jetzt, weil wir Level 6 sind, geht es noch nicht so schnell weiter, weil die Gegner da draußen schon Level 8 sind und so weiter. Aber es ist jetzt eine Quest da unten. Aber wir machen jetzt zuerst diese Quest. Machen wir halt immer finden. Damit wir das schneller finden. Weil so übersichtlich ist natürlich dieses Gebiet nicht. Ja, okay, es geht schon, aber ich würde natürlich ein bisschen falsch laufen dann. Eventuell ein bisschen in die Richtung oder so. Besser war es mit Finden machen. Also eigentlich könnten wir die Sachen hier auch nochmal abbauen, weil wir werden es sicher nochmal brauchen. Na gut. Erinnert mich irgendwie an Metin 2, das Abbauen von diesen Erzen. Ist ungefähr gleich. Hauptsache nicht Arbeit reinstecken, dass es ein bisschen spannender ist. Einfach so ganz langsam draufkloppen. Nichts drücken. Einfach nur wehren lassen. Also Schneckenlarven töten. Oh Gott. Du-du-du-du-du. Das erinnert mich irgendwie an ein Handy früher. Nokia 3310 oder so. Dieser Ton. Ist eigentlich wieder low. Lower Ton. Aber es hat schon richtig Charme. Das ist noch nicht so ein overentwickeltes Spiel ist. Also. Dass er halt einfach immer noch diesen alten, ja, Charme hat. Weil zum Beispiel World of Warcraft wird ja immer wieder überarbeitet. Das sieht immer wieder ein bisschen anders aus vom Menü und so weiter. Dann hat man noch Add-ons und so weiter, wo man noch das Menü auftunen kann und so. Und hier ist immer noch, ja, recht alles groß, oder? So, da ist so ein Charme, den ich eigentlich mag. Ich bin ja eher so ein Nostalgie-Player, der nicht jetzt unbedingt immer die neuesten Spiele braucht, um high zu werden. Ja, manchmal denke ich schon, dass die Gamer irgendwie durch Gaming high werden. Das sind Drogen. Sich haben. Sich bekommen. Dass sie manchmal so denken, ja, sie müssen nur angeben oder sie müssen nur sagen, ja, ich kann nur das Spiel spielen, weil es nur das die schönste Grafik hat und so. Denke ich manchmal schon, ja, was ist mit den Menschen los? Können sie denn nicht mal ein bisschen, ja, weniger verlangen oder so? Oder Speedrunner, verstehe ich manchmal auch nicht. Ich hatte mal einen als Kollegen, der hat mich immer wieder gezwungen, schneller zu spielen. Der hat mich regelrecht gezwungen. Der wollte einfach nicht, dass ich langsamer genieße. Ich durfte das Spiel einfach nicht genießen, das ich damals mit ihm gezockt habe. Und deshalb, ja, habe ich jetzt nicht besonders gut Gedanken über Speedrunner. Das ist halt ein eigener Charme, was die haben, was ich nicht besitze. Ich muss ein Spiel so lange wie möglich spielen. Ich möchte es so langsam wie möglich fertig werden. Ja, nein, eigentlich möchte ich schon natürlich nicht gelangweilt sein. Aber gleichzeitig möchte ich jetzt nicht unbedingt fertig mit dem Spiel sein. Ich möchte lieber das Spiel noch wirklich lange herauszögern können.
So, dass es immer Spaß macht. Das ist mein Lieblingsding. Und ich habe so gedacht, wenn ich jetzt langsam den zweiten Bildschirm und so also kaufen kann und auch ja, dann auch wieder ein bisschen mehr Zeit habe, weil ich weniger trainieren muss, dann kann ich eigentlich ja durchgehend eigentlich live streamen und dann können wir auch alte Spiele zocken, zum Beispiel Gothic. PS1-Klassiker wie zum Beispiel Grandia, Alundra 2 und so Sachen. Alles so alte Games. Ja, richtig cool. Und gleichzeitig auch natürlich MMORPGs und neue Spiele. Assassin's Creed Odyssey möchte ich gerne kaufen, kommt aber erst am September raus. Das ist eigentlich mein erstes Assassin's Creed, das ich jetzt, richtig kaufen werde, also nicht irgendwie beim, 30% Sale oder so kaufe, sondern richtig von Anfang an, ungefähr 70 € oder so Vollpreis kaufen werde. So, Kräuterkunde-Fähigkeiten. Ja, dann machen wir das mal. Wir müssen gefräßige Schneckenlarve noch töten. Okay, hier irgendwie nicht. Hier einfach unter Wasser schwimmt. Also schon eigentlich taucht. Ja, ich kann trotzdem atmen, ja. Ja, und jetzt zeigen Sie mir, wie man craftet. Ja, das habe ich schon lange gemacht. Dankeschön. Was ist jetzt eine Larve? Ich will wissen, wo eine Larve ist. Da unten wahrscheinlich. Nee. Ansehen. Werden wir dann finden. Hoffentlich. So, muss ich jetzt etwas craften? Nee, ich denke nicht. Es wird leider nicht angezeigt, aber jetzt müssen wir noch zum Bergabbau, anhand zum Holzfäller, genau. So. Dann haben wir das. Ah, jetzt müssen wir rüber, okay. Jetzt müssen wir rüber. Wir haben es vorher natürlich noch nicht gemacht. So, Glückwunsch, was steht dort? Dann drehen Neulingsbilder zu öffnen, neue Fähigkeitsstufen zu erhöhen. Okay. So, das haben wir auch. Und jetzt können wir eigentlich. Das dachte ich, da wäre etwas, aber das war die Lampe. ein Ausrufezeichen wäre dort, aber das war die Lampe, die so aussah wie ein Ausrufezeichen. Genau. Die Übersicht, also das Fenster ist halt nicht so groß, man muss sich sehr oft umschauen, um jetzt genau zu wissen, was jetzt ist, also wo man hin muss und so weiter. Aber das HUD geht irgendwie nicht kleiner, habe ich so das Gefühl. Und auch das Rauszoomen ist halt, ja, okay, ein bisschen ging noch. Ja, Ausbildungsabschluss, okay. Aber wie kann man jetzt wissen, wo man hin muss wieder? Quest verfolgen. Ja, aber es zeigt mir ja nicht an, wohin. Diamanten erwerben. Aha, klar. Wieder kaufen. Alles immer kaufen. Ja, aber wo sind die Kräuter? Wo sind die Saatguts? Das ist eine Esche, das ist eine Esche. Konkurrent. Noch mehr Eschen. Glockenholz. Nein, das ist Holz. Das ist das zweite Holz wahrscheinlich. Das ist das verbesserte Holz.
Da vorne ist irgendwo ein Kraut. Das ist genau hier links hinter der Mauer. Jetzt müssen wir das farmen, scheinbar. Ja, gut. Hä? Das ist aber nix. Bei mir wird hier grün angezeigt. Ah, hier. Okay. Teufelgras. fehlgeschlagen. Wieso schlägt das fehl? Ist das auch das zweite Gras? Okay, jetzt. Also das verbessert, also von dieser Gegend das bessere Gras. Wo ist die Eier? Sollte eigentlich nicht fehlschlagen. Ja, geht jetzt auch. Und jetzt sind wir Stufe 2, gut. Jetzt bekommen wir nur noch 38,46%. Ja. Aber wir bekommen das Saatgut nicht. Also müssen wir irgendwo anders fahren. Was steht denn hier? Okay, kranke Ents töten. Ja, dann schreibt es bitte auch hier hin, damit man sieht, was man machen muss. Genau. Das ist ein anderes Spiel, oder? Tester. Ein Tester ist hier. Ohne E. Haben mich gerade angegriffen. Oder was ist ein Dot? Scheinbar. Der flieht immer. Ja. Ich möchte mehr Ents. Ents, Ents. Ja, es ist ein Gift dort. Okay. Immer noch. Da ist noch einer. Wie die Gegenstände aufploppen. Plopp. Ich habe übrigens nachgedacht, eventuell werde ich eine Geschichte schreiben, also Schriftstellen, Schriftsteller sein. Und ja, vielleicht eine Story über ein Game dann machen oder so, weil ich noch nicht programmieren kann und so weiter. Man muss ja irgendwie anfangen. Und ich dachte mir, ja, ich habe das schon mehrmals jetzt eigentlich im Kopf gehabt, aber meine deutsche Rechtschreibung ist natürlich noch nicht so gut, vor allem als Schweizer halt. Hat man es da immer ein bisschen schwieriger. Und ja, jetzt frage ich es einfach mal und werde zwischendurch einfach schreiben. Ich habe gemerkt, ich schreibe sehr gerne, also beim Chatten, bei Discord oder in den Spielen chatte ich einfach sehr gerne. Was ist denn das für einer? Ist das ein Boss? Ne, das ist ein Gegner. Das ist ein NPC. Ein Händler, okay. Komme ich? Ein Ohrring. Ein gleicher Ohrring, der einfach nur gleich ist, aber Sterne besitzt. Setzen wir ihn mal. Mal nochmal eröffnen. Kettenstiefel, die besser sind. Dann haben wir einen Nietenholzknüppel. Der schlechter ist, aber Runen besitzt, ein Runenslot. Und hier? Schlechter, besser. Was ist Ausdauer? Also was macht Ausdauer? Wenn es Verteidigung auch bringt, nicht nur Leben, dann ist das rechts besser. Nein, ist das links besser. Und sonst? Schauen wir doch mal kurz, da haben wir einen Charakter, was das bringt. Es bringt also dreimal, also drei verschiedene Sachen, physische Verteidigung, maximal Gesundheit und Gesundheitsregeneration. Also deshalb ist wahrscheinlich das Links, was wir anhaben, besser. Runen machen wir wieder hier hin. Und mal das Holz hier hin.
Eisenhammer. Ist beidhändig. Also wir verlieren das Schild. Charakter, Schild. Haben wir kein Schild, okay. Ja, haben wir kein Schild. Dann tue ich doch mal den Eisenhammer tragen. Ja, der ist ein bisschen klein für Zweihand. Insektengift. Da haben wir noch einen Beutel, der ist erst auf Level 8. Und ja, Teufelsgras. Und dann haben wir noch Erz. So, dann sollten eigentlich alle ja, Crafting-Materialien, Eschenholz hier noch. Eschenrohholz und Eschenholz. Gut. Jetzt, wohin müssen wir als nächstes? Da oben hin. Prima. So, gut schauen. Noch ein bisschen Zeit. Genau, die müssen wir noch töten. Also zwei müssen wir noch töten. Ja, ist sehr langsam, aber dafür machen wir zwei oder dreimal so viel Schaden. Ich bin ja einer, der immer gerne schnellere Waffe hat als stärkere Waffen. Also im Ausgleich habe ich lieber schnelle als lang, ja, Schaden halt. Wenn beide gleich viel Schaden machen auf Dauer, habe ich dann lieber Schnelligkeit. Aber wir, uns fehlen noch eins. Okay. So, eine Luftschifffahrkarte. Ja. Okay, dann sind wir hier fertig. Jetzt machen wir noch die untere Quest da. Und die Quest auf dem Weg zum Luftschiff. Schon Level 7 und wann bekommen wir die zweite Klasse? Ich glaube Level 10. Ja, ich habe mir schon Gedanken gemacht, was ich nehmen will. Also eigentlich ist ja für mich dann eigentlich Schurke oder was es ist. Weil ich ja schnelle Waffen möchte. Wenn ich jetzt zum Beispiel Wächter nehmen würde, dann würde ich wahrscheinlich eher tankier werden und langsamere Waffen bevorzugen. Oder einfach ein Schild. Aber ich möchte ja eigentlich zwei Waffen tragen, wenn es geht. Oder ein Samurai-Schwert oder so eine schnelle Zweihandwaffe. Irgendwie so etwas. Werden wir dann sehen. Da hat jemand. Dann habe ich das doch zwar erwähnt. Ja, was schon hier als Präsentierteller dasteht. Brauchst du schon das sicher nicht. Ja, dann wieder zurück. Können wir nicht reiten? Wir können doch irgendwie reiten. Ich habe leider wenig Ahnung, also ich habe jetzt einfach in der Pause jetzt gerade nicht mehr so Ahnung. Tut mir leid. Aber wir haben doch ein Pferd. War das nicht in diesem Spiel? War das ein Fliff? Okay. Nein, Fliff haben wir ja nur die Boards. Ich dachte, wir hätten ein Pferd gehabt. Vielleicht ist es ausgelaufen. Das ist nur vielleicht ein Tag oder so, war für eine Woche und das ist jetzt wieder weg. Werden sich wieder eins bekommen. Aber wir bekommen einfach die letzte Schneckenlarven-Teile. Oh, das Blau kann man fast nicht lesen. Insektengift bekommen wir einfach nicht. So, dann müssen wir noch Saatgut dort pflanzen. Ja. Ich dachte so, wo muss man denn das einpflanzen? Natürlich etwas, was spawnt. Das ist klar. Okay, machen wir noch das gleich mal. Und dann machen wir dann morgen mal weiter.
Was zu verrotten? Nein, nein, keine Zeit. Spiel bitte. Ja, sicher. Ah, da bekommt man nicht mal etwas. Ah, wir haben irgendwie etwas beschleunigt. Habe ich das Gefühl gehabt. Und das Feedback ist nicht so gut. Es müsste stehen, ja, wir haben da irgendwie etwas beschleunigt. Frisch gekeimte Pflanze. Warten wir kurz. Wir machen immer zwei und gehen da wieder zurück und ernten es. Irgendwie. Ja, jetzt. Hehe. Okay. Wir sind noch nicht gut im Gärtner. Dann werde ich mal drei wieder machen. Haben wir den hier noch. So. Den mal schauen. Also zwei von sechs. Drei von sechs. Komm, komm. Vier von sechs. Die ist schon wieder verrottet. Ja. Unglaublich. Das ist ein Glücksspiel. Also jetzt warten wir einfach, machen wir zwei und warten. Vorwärts, wir müssen es schaffen. Jetzt. Vier von sechs. Fünf von sechs. Komm, das schaffen wir. Sehr schön. Und abgeben. So, und wie es weitergeht, erfahrt ihr dann in der nächsten Folge. Sie da heißt Drago spielt Runes of Magic. Ja. Tschüss.